In diesem Video zeigen wir euch, wie ein Stück Rehwild fachgerecht aufgebrochen wird. Bevor man mit dem Aufbrechen beginnt, empfiehlt es sich, die Vorderläufe am ersten Gelenk abzuschärfen. Durch Beugen des Laufs lässt sich der Punkt, an dem das Messer angesetzt wird, gut ertasten. Nachdem die Decke ringförmig um das Gelenk aufgeschärft wurde, wird der Lauf überstreckt und somit das Gelenk für den Schnitt leicht geöffnet. Im nächsten Schritt schärfen wir das Kurzwildbret und die Brunftkugeln ab. Durch einen sauberen Schnitt zwischen Kurzwildbret und Bauchdecke werden die Geschlechtsorgane abgelöst und können nach hinten zwischen die Keulen abgelegt werden. Durch einen mittig platzierten Schnitt zwischen die Keulen bis auf den Schlossknochen nimmt man bereits etwas Spannung aus der Bauchdecke. Mit einem vorsichtig durchgeführten Schnitt eröffnet man die Bauchdecke, dabei darf das Gescheide nicht verletzt werden. Für das Aufschärfen der Bauchdecke und des Brustbeins empfiehlt sich der Einsatz einer sogenannten Aufbruchklinge, die man auch Gekrösemesser nennt. Um einen sauberen Schnitt auf der Körpermitte gewährleisten zu können, trennen wir zuerst die Decke bis zum Kinn. Und dann die Bauchdecke bis zum Brustbein auf. Für das Aufschlossen erfüllt man zuerst die sogenannte Schlossnaht. Bei männlichem Schalenwild befindet sich an dieser Stelle der Schwellkörper, welcher nun mit einem Schnitt beidseitig der Keulen abgelöst und entfernt wird. Mit dem Messer genau auf der Schlossnaht platziert, lässt sich mit wenig Kraftaufwand der Schlossknochen durchtrennen. Bei stärkerem Wild kann man sich mit einer Aufbrechsäge behelfen. Durch anschließendes Spreizen der Keulen lässt sich das restliche Gewebe besser durchtrennen, so können der Harnleiter und der Enddarm besser gelöst und entfernt werden. Das Weitloch wird angelöst und mit dem Enddarm durch den geöffneten Schlossknochen in Richtung Bauchhöhle herausgezogen. Ein Nachschärfen mit dem Messer erleichtert das Herauslösen des Enddarms. Mit dem Zeige- und Mittelfinger wird das Brustbein erfüllt. Durch einen kräftigen Schnitt mit der Aufbruchklinge wird nun das Brustbein geöffnet. Dieser Schnitt wird bis zum Haupt fortgeführt. Die nun freiliegenden Organe werden mit dem Messer von oben nach unten gelöst. Wenn das kleine und das große Gescheide losgelöst sind, ist es nötig, dass durch einen Schnitt das Zwerchfell von den Rippenbögen getrennt wird, damit die restlichen Organe entnommen werden können. Nun werden Schlund, Drossel und Lecker ausgelöst. Bei und nach dem Aufbrechen sind wir in der Pflicht, sämtliche Organe auf bedenkliche Merkmale zu überprüfen. Nach dem Aufbrechen spülen wir den Wildkörper mit ausreichend Trinkwasser aus. Nun haben wir euch gezeigt, wie wir das Rehwild aufbrechen. Wie brecht ihr euer Rehwild auf? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Im nächsten Video werden wir das nun aufgebrochene Stück Rehwild aus der Decke schlagen. Bis dahin, Weidmannsheil, eure Wildrebellen vom Landesjagdverband Baden-Württemberg.